sagen, kennst du das, wenn dein Mädchen wieder weint, wenn du mit deinen Jungs alleine bist und sie dann leise schreit? Du hast dich niemals wirklich um die Frau bei dir gekümmert, jetzt lässt sie es dich spüren, ihr Herz ist zertrümmert. Ein Streit wegen einer Kleinigkeit und du bist völlig ausgerastet und das war's mit Zweisamkeit. Du hast sie nicht nur angeschrien, sie hatte blaue Flecken und meiner Meinung nach hast du zu lang gebraucht, um es zu checken, dass es so nicht weitergeht. Was hast du dir gedacht? Hast du sie niemals unter Tränen zum Lachen gebracht? Ich finde, solche Dinge machen gute Freunde aus. Sie begleiten dich bei Regen, auch in tiefster Nacht nach Haus, machen alles wieder gut, damit du endlich wieder happy bist. Darum sage ich jetzt, dass dein Verhalten nicht korrekt ist. Du nimmst es nicht zu Herzen, rechts hinein, links hinaus. Ich frage mich aufs Neue, wem du eigentlich vertraust. Kopf hoch, kleine Mann, es hilft nicht, wenn du traurig bist, denn jeder braucht mal Scheiße, um zu schätzen, wie sein Leben ist. Du hast es jetzt erlebt, hast es jetzt schon hinter dir. Setz dich so wie früher mit einem Lächeln ans Klavier und spiel die Lieder, die dich glücklich machen. Fang wieder zu lachen an, denn keiner hat es mehr verdient als du. Also tu es, Mann, ruf alles, was du willst, in die große Welt hinaus und ich verspreche dir, dass du irgendwann der Welt wieder vertraust. Weißt du, wie es ist, wenn man schon längst am Boden ist? Wenn es jeder weiß, doch die ganze Welt dich vergisst. Hast du jemals diesen Schmerz gespürt, der dir die Hände schnürt? Wenn dir nichts mehr helfen wird, ohne Licht im Dunkeln verirrt. Gefangen in einem luftleeren Raum, bis du nicht mehr atmen kannst. Ich trau mich ja, um nach außen zu schauen. Von innen und von außen verletzt, warte ich, bis er mein Herz zerfetzt. Wie viel Tränen es sind, wenn man niemals gewinnt, wenn du jedes Mal verlierst. Wie viel Sonne es braucht, bis die Angst verraucht und hoch zum Himmel steigt. Ich halt mich fest an deiner Hand, bevor ich abschürzen kann. Halt mich fest, dann halt ich meinen Kopf hoch. Die Phase, wo es nicht läuft, ist die wichtigste von allen, weil diese Zeit für dich entscheidet, wirst du stehen oder fallen. Das Problem in der Familie bringt Alkohol und Trauer. Keiner redet mit dem anderen, sie sind einfach wieder sauer. Gehen sich aus dem Weg, vermeiden Konversation. Und aus Gründen wie diesen entstehen Komplikationen. Ich bin selber nicht perfekt, ich seh's ja ein, ich steh dazu. Doch wenn Probleme sich nicht lösen lassen, schlägst du einfach zu. Du sagst, der laute Ton gehört dazu. Willst du echt so sein? Sieh dir doch mal deine Freundin an, sie wird dir nie verzeihen. Sie meidet selbst seit Monaten den Ort, an dem du lebst. Keine Antwort auf die Frage, wenn ich frag, was du bestrebst. Hast du schon mal überlegt, ob's das Ganze wirklich wert war? Denn ich sah in ihren Augen, dass sie innerlich schon tot war. Also bist du jetzt zufrieden? Hast du getan, was du solltest? Du hast dich nicht von ihr getrennt, obwohl du es wolltest. Obwohl du es wolltest.